Einen schönen guten Abend, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung mit dem Titel Das globale Klima im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung Zukunft, Klimawandel, Herausforderung einer vorhersehbaren Krise. Vom Studium Generale, vom Green Office und von der Initiative on Energy Law and Policy der Bucerius Law School. Der Klimawandel verändert die Welt, verändert die Politik und verändert unseren Alltag. Lange wurde er verdrängt oder nur halbherzig behandelt und leider vielfach einfach geleugnet. Umso wichtiger ist es, dass das Thema nun intensiv und überall mit Energie und hoffentlich Entschlossenheit behandelt wird. Juristinnen und Juristen können und werden einen wichtigen Beitrag in den Debatten und in den Ausformulierungen von Maßnahmen und Gesetzen und im Umgang mit den durch Klimawandel entstehenden juristischen Problemen und Auseinandersetzungen haben. Da freue ich mich sehr, dass hier aus der Hochschule heraus diese Ringvorlesung ins Leben gerufen worden ist und sie heute in Präsenz starten kann. Immer mittwochs um 19 Uhr folgen dann in den nächsten 5 Wochen weitere spannende Podien zum Klimawandel. Sie sollten keines davon verpassen. Liebe Gäste, gestern hat ein Hamburger Physiker und Klimaforscher den Physik-Nobelpreis erhalten. Das ist fantastisch für das Thema, natürlich auch für Hamburg als Wissenschaftsstandort. Und zufälligerweise und passenderweise dürfen wir heute hier bei der Veranstaltung einen Physiker und Klima- und Nachhaltigkeitsforscher der Universität Hamburg von der Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung auf dem Podium begrüßen, Professor Dr. Hermann Held. Herzlich willkommen. Und gleichzeitig begrüßen wir einen Klimaschutzrechtler, der hier promoviert hat, uns als Hochschule auch als Gastdozent sehr verbunden ist, Dr. Philipp Overkamp. Herzlich willkommen. Und richtig vorgestellt werden unsere beiden Gäste gleich von Anna Niefehler, die das Podium moderiert. Sie ist Absolventin der Hochschule, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für öffentliches Recht mit Rechtsvergleichung von Professor Michael Fehling. Und sie verfasst ihre Promotion zur Sektorkopplung im Energieregulierungsrecht. Außerdem wirkt sie am Aufbau des Forschungszentrums Center for Interdisciplinary Research on Energy, Climate and Sustainability, CICS, mit. Das im nächsten Jahr, soweit ich informiert bin, seine Arbeit aufnehmen wird. Also eine sehr gute Gruppe, um hier zu diskutieren. Herzlich willkommen und ich übergebe jetzt an Frau Niefehler und wünsche Ihnen einen spannenden und interessanten Abend. Vielen Dank. Einen Moment. Ja, vielen Dank, Herr Landgrebe, für die sehr freundliche Einführung. Ich freue mich, heute diese Auftaktveranstaltung moderieren zu dürfen. Sie haben das Thema schon anmoderiert. Das globale Klima, ein sehr weites Thema. Es ist ein Thema, was die Grundlagen für diese Ringvorlesung schaffen soll und was auch die Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass man dann in dieser Veranstaltung, aber auch in den kommenden Veranstaltungen zu dieser Ringvorlesung zu den unterschiedlichen Themen diskutieren kann. Was Sie in Ihrer Einführung jetzt auch schon gesagt haben, das Thema Klima hat in den letzten Jahren Aufschwung erfahren, dringend notwendigen Aufschwung erfahren. Die Auswüchse des Zustands unseres Klimas, des Zustands des globalen Klimas, und dieser Zustand wird mittlerweile jetzt auch als Klimakrise bezeichnet, waren dieses Jahr auch hier in Deutschland mit der Flutkatastrophe im Ahrtal spürbar. Und das hat unter anderem natürlich auch dafür gesorgt, dass es mehr Bekanntmachung erfuhr, dass es auf der politischen Agenda ganz weit oben stand. Sie haben auch schon gesagt, in der Forschung ist das Klima schon ganz lange sehr weit oben auf dem Zettel. Klimaforscher wie Herr Professor Held schlagen seit geraumer Zeit Alarm. So wurde das zuletzt auch wieder in dem IPCC-Bericht, dem Bericht des Intergovernmental Panels on Climate Change,
im August diesen Jahres wieder mehr als deutlich. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass heute Klimawissenschaftler Held den Impulsvortrag zum Thema globalen Klima halten wird. Herr Landgrebe hat schon gesagt, Herr Held ist Professor an der Universität Hamburg, hat dort einen Lehrstuhl für Nachhaltigkeit und globalen Wandel. Tatsächlich hat er mir eben erzählt, dass er die Forschungsstelle besetzt, die von dem jetzigen Nobelpreisträger ins Leben gerufen wurde. Herr Held hat Physik studiert, er hat sich in seinem Postdoc auf Umweltphysik spezialisiert und nebenher, wie er mir auch gerade erzählt hat, eher in seiner Freizeit und dann in Nachtschichten sich auf Nachhaltigkeitsforschung konzentriert. Mittlerweile beschäftigt er sich viel mit den unterschiedlichen Optionen zur Eindämmung des Klimawandels, mit Fragestellungen, wie man aus klimawissenschaftlichen Modellen und den unsicheren Klimafolgen klimapolitische Handlungsempfehlungen ableiten kann. Und er kooperiert seit mittlerweile 1,5 Jahren mit Herrn Fehling und ist dementsprechend heute auch schon zum dritten Mal an einer Veranstaltung der Bezeres Law School mit dabei. Zuletzt war er Gast beim Energy Law Day im Mai diesen Jahres. Und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und übergeben wir Ihnen hiermit das Wort. Ja, haben Sie herzlichen Dank für diese sehr freundliche Einführung und ich bin sehr erfreut, auch diese Auftaktveranstaltung heute selber wahrnehmen zu können. Es ist auch nahezu die erste Veranstaltung, die ich gewissermaßen live wieder wahrnehmen darf. So wird die Regulierung eben gerade umgestellt und ich möchte jetzt auf das Thema das globale Klima auf naturwissenschaftliche Weise eingehen, aber auch auf ökonomische Weise und am Ende einen, sagen wir mal, etwas subjektiven Ausblick geben in der Frage, warum eigentlich Klimapolitik so schwierig ist. Ich beginne mit einer Zusammenfassung, einer subjektiven natürlich, des neuesten IPCC-Berichts der zur Arbeitsgruppe 1. Der IPCC ist ja in drei Arbeitsgruppen aufgeteilt: Ursachen, Folgen und Möglichkeiten der Vermeidung von gefährlichem Klimawandel. Und diese erste Arbeitsgruppe vom 6. Sachstandsbericht hat jetzt im August vorgelegt. Und ich möchte Ihnen da, ich will nicht sagen Highlights, aber einige der wichtigen Aspekte mitteilen, um dann auf den sogenannten Hamburg Climate Futures Outlook zu kommen, unser Exzellenzcluster für Klimaforschung, den wir an der Uni Hamburg mit unseren Partnern, dem MPI, Herion und anderen betreiben. Der bringt alle 1 bis 2 Jahre einen sogenannten Outlook heraus, wo dann eine Gesamtschau unseres Wissens in Bezug auf eine ganz bestimmte Fragestellung gegeben wird. Und in diesem Jahr geht es um die Frage, welche Szenarien sind eigentlich plausibel? Und das ist eine sehr freche Frage, weil man bis vor kurzem innerhalb der Szenarienmodellierung der Meinung war, man kann sich überhaupt nicht zur Plausibilität von Szenarien äußern. Man kann nur sagen, wenn die Gesellschaft sich so und so verhielte, dann würde sich jenes entwickeln. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Aber die andere Frage, was denn plausibel und möglich ist, die wurde überhaupt nicht bearbeitet in den letzten Jahrzehnten. Und insofern ist das etwas Neues und da möchte ich Ihnen 1, 2 Mitteilungen aus diesem Outlook liefern, um dann auf den ökonomischen Teil zu kommen. Hierzu liegt zum 6. Sachstandsbericht des IPCC noch kein Bericht vor und der wird dann im nächsten Jahr erwartet. Da arbeite ich selber dran mit. Insofern werde ich da auf ältere Literatur zurückgreifen, auch auf den davorliegenden Sachstandsbericht, der aber gewissermaßen das am besten zusammengestellte Ergebnis darstellt, was wir bisher dazu haben. Und mir sind auch keine fundamentalen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht bekannt. Die Zahlen halte ich nach wie vor für aktuell. Und bevor ich das jedoch mache, möchte auch ich von meiner Seite aus auf den gerade angekündigten Physik-Nobelpreis eingehen. Klaus Hasselmann war eben ein Hamburger Studierender auch und hat auch hier habilitiert und vor allen Dingen das Max-Planck-Institut für Meteorologie gegründet. Und in dieser Zeit sind ganz wesentliche Beiträge zur Klimawissenschaft entstanden.
Als allerersten möchte ich erwähnen, dass Klaus Hasselmann als ausgebildeter Physiker und Mathematiker sich damals schon mit stochastischen Differentialgleichungen beschäftigt hat. Eine Technik, die ich in meinem Studium noch nicht mal gelernt habe in den 80er und 90er Jahren, war sozusagen ganz an der Front der theoretischen Physik unterwegs und konnte mithilfe dieser Einsichten gewissermaßen in diesem komplexen Gebilde Klimasystem Ordnungsstrukturen identifizieren, konnte schnelle und langsame Prozesse als solche ausweisen, die in einer sehr gut verständlichen Weise miteinander kommunizieren, was gewissermaßen aus meiner Sicht die Vorhersagbarkeit von Klimaentwicklung überhaupt erst mit ermöglicht. Hat eine wichtige Technik aus der theoretischen Physik übertragen und konnte dann die Schwankungen, die natürlichen Schwankungen, die langsameren Schwankungen als Antwort der trägeren Teile auf schnelles Wetter, chaotisches Wetter interpretieren. In der Physik Ortstein-Uhlenbeck-Prozess genannt. Sehr, sehr elegante Übertragung. Und die weitere Geschichte, für die er jetzt auch nach meinem Verständnis ausgezeichnet wurde und die sozusagen dann auch in der politischen Arena sehr, sehr wichtig nach wie vor ist, ist der Nachweis, dass es sich bei der globalen Erwärmung überhaupt um einen menschengemachten Effekt handelt. Erstmal gibt es sie, das war in den 90er Jahren nicht trivial nachzuweisen. Und wenn ja, wer ist die Ursache dafür? Der Mensch im Wettbewerb mit vielen anderen Agenten, die auf das Klimasystem einwirken. Zum Beispiel Sonnenaktivitätsschwankungen, Vulkane und so weiter. Und das war eben ein statistischer Test, den er dann adaptiert hat, auf das Klimasystem zugeschnitten hat. Und die Veröffentlichungen sind derartig komplex. Ich finde jedes Mal noch etwas, was ich nicht verstanden habe in seinen Papern. Aber das damit nicht genug. Er hat eben das Max-Planck-Institut gegründet, das Deutsche Klimarechenzentrum, was dann auch die Infrastruktur für diese sehr hochauflösenden Rechnungen heute bereitstellt und dann anschließend auch noch mitgetriggert, dass unsere Forschungsstelle gegründet wurde, die ja dann von der Michael-Otto-Stiftung in den ersten 5 Jahren finanziert wurde, hat sozusagen das intellektuelle Rüstzeug dafür geliefert, dass zwischen Naturwissenschaft und Ökonomie jetzt hier auch eine Professur entsteht. Und ich bin sehr stolz, jetzt in dieser Linie jetzt wirken zu dürfen an der Universität Hamburg. Aber nicht nur das, er ist auch jemand gewesen, der mich in die Klimaforschung gelockt hat mit einem Artikel in den 90er Jahren und letztlich auch dann in einem Gespräch, als ich mich dann mal als Postdoc interessiert habe bei ihm, habe viel rumgeguckt, wo man dann hingehen kann, wollte mir immer an Nachhaltigkeitsthemen auch arbeiten, aber gleichzeitig die Reize der Physik nicht aufgeben. Und dann hat er gesagt, ja, das können Sie schon machen in Ihrem Alter, jetzt noch einen Fachwechsel, aber es klappt fast nie, das müssen Sie wissen. Sie müssen dann eben bereit sein, auch zu scheitern, das muss auch okay sein. Und das war das erste Mal in meiner Vita, dass überhaupt jemand das Wort Scheitern in den Mund nahm. Das gab es vorher nicht. Natürlich hatten alle irgendwie auch Angst, solange man nicht entfristet ist, aber man sprach nicht drüber. Und er hat daher für mich dem ganzen Wissenschaftsbetrieb ein etwas humaneres Antlitz verliehen. Es hat mir geholfen, tatsächlich dann die Entscheidung zu treffen, gerade nach diesem Gespräch es dann tatsächlich zu versuchen, wo ja dann man in dem Alter ist, wo man dann überlegt, ob es das dann werden soll oder etwas anderes eben. Und er ist einer der humorvollsten Kollegen, die ich je kennengelernt habe. Bei einer Tagung in Zürich vor 20 Jahren, ich kann mich noch sehr genau erinnern, wurde er als der wahrscheinlich seniorste, the most senior climate scientist of the world vorgestellt. Er meinte, naja, Sie meinen wahrscheinlich the most senile. Und das ist so eine Art von Humor, da hat sicherlich auch die Phase in England geholfen, aber ist schwer zu finden, sagen wir mal so. Ja, also insofern freut es mich, heute auch hier zu stehen und darüber kurz zu sprechen. Und ich werde auch kurz erwähnen an einer Stelle, wo sein Beitrag auch im Grunde heute noch wirksam ist. Zunächst mal eine Ikone aus dem letzten Sachstandsbericht. Wie haben sich die Emissionen eigentlich entwickelt? Und man geht dann einfach her und versucht herauszufinden, aus welchen Ländergruppen Emissionen stammen. Es war eine umstrittene Abbildung, die sich im Summary for Policymakers der höchsten Sichtbarkeitsebene nicht findet. Sie müssen in die Ebene drunter gehen, um sie wahrzunehmen. Man sieht eben, dass die OECD so seit den 70er Jahren ein Plateau
erreicht hat in den Emissionen, während der asiatische Beitrag jetzt exponentiell anwächst. Das ist einfach der Mittelstand, der jetzt unseren Lebensstil imitiert und entsprechend dann auch mit Emissionen dann in den Raum tritt. In der aller Kürze der Treibhausgaseffekt, das kennen Sie alle, aber die Emissionen reichern sich eben in der Atmosphäre an. Das führt zu einer Erhöhung der Konzentration und das wiederum zu einer Erhöhung der globalen Mitteltemperatur und die wiederum als Proxy für alles Mögliche dient, was sich in den Regionen abspielt. Insbesondere konnten wir zeigen, dass die Extremereignisse, wir als Gemeinschaft, die Extremereignisse zunehmen im globalen, in der globalen Statistik und insofern wird eben die Erhöhung der Mitteltemperatur interessant für Politik. Die globale Mitteltemperatur, jetzt bin ich beim neuesten, in der neuesten Version des Sachstandsberichts, sie steigt weiter. Trotz aller Bekundungen, dass man Klimaschutz voranbringen möchte, trotz Rio 92 und so weiter. Also das geht munter voran. Und die Frage wurde eben lange untersucht, ob der Mensch die Ursache für diesen Effekt ist. Das ist jetzt mehr oder weniger zweifelsfrei nachgewiesen. Und an diesen statistischen Tests hat also Klaus Hausemann ganz wesentlich nicht nur mitgewirkt, sondern hat auch die Initialzündung Ende der 70er geliefert. Und das war eben 70er, 80er, frühen 90er nicht trivial, das Signal zu sehen und dem Menschen zuzuordnen. Dann hat man sich innerhalb der Klimawissenschaft verabredet, einige Schlüsselszenarien an Emissionen zu rechnen. Also das, die sollen gewissermaßen das Spektrum aufspannen, was in der Zukunft alles passieren könnte an Emissionen, um dann koordiniert durchzurechnen, was das für die Natur bedeutet. Sie sehen das oberste Szenario, das ist eines, entlang dessen wir in der Vergangenheit uns sehr orientiert haben. Die erste Ziffer, die Sie dort hinter SSP sehen, nummeriert durch, was man denn sich ansonsten vorstellt, wie sich die Welt entwickelt. Es gibt ja auch andere politische Fragen außer Klima. Von denen wird auch abhängen, wie sich das Klimasystem entwickelt. Wenn man ohnehin gewissermaßen weggewollt hätte von der Kohle, dann hätte das dem Klimaschutz sehr stark zugearbeitet, während SSP 5 eben so eine typische Kohlezukunft ist. Auch eine dann noch verziert mit sehr wenig internationaler Kooperation, sodass jeder Staat mit Kohlenutzung möglichst weit versucht, im Wirtschaftswachstum zu kommen. Und auf der anderen Seite das SSP 1 und das Ganze dann wiederum verziert mit dem Klimaantrieb durch Treibhausgasemissionen. Das bezieht sich dann jetzt diese Bemerkung auf die Ziffer, die hinter dem Bindestrich steht. Das ist die Angabe Watt pro Quadratmeter an Strahlungsantrieb am Ende des Jahrhunderts. Und da sehen Sie, dass auch wiederum das oberste Szenario 8.5 dasjenige ist, was natürlich dann die höchste Erwärmung erzeugt, während das 1.9 eines ist, was es erlauben würde, wie wir gleich sehen werden, mit den Klimazielen kompatibel zu werden. Merken Sie sich vielleicht den Farbcode ein bisschen. 2.6 entspricht dann, wie Sie jetzt sehen, auf der unteren Abbildung. 2.6 entspricht in etwa dem 2-Grad-Ziel, dessen Einhaltung 1.9 dem 1,5-Grad-Ziel. Das sind Zukünfte, die rein naturwissenschaftlich, technologisch möglich sind. Ob sie wahrscheinlich sind, ist eine zweite Frage. Aber das ist gewissermaßen der Handlungsspielraum, den die Menschheit hat heute. Spielt das nun überhaupt eine Rolle? Warum interessieren wir uns überhaupt für Klimaschutz? Sollten wir nicht einfach dieses Experiment durchführen? Es ist zumindest von naturwissenschaftlicher Seite aus hochinteressant, zu beobachten, wie die Natur sich entwickelt unter dem Antrieb von dem Treibhausgas Kohlendioxid und anderer Treibhausgase. Und insofern war es wichtig jetzt, und das ist neu in dieser Aussagekraft, in diesem Sachstandsbericht, den Zusammenhang zwischen globaler Erwärmung und der Statistik von Extremereignissen herzustellen. Und Sie sehen, dass hier das Verhalten von sogenannten 10-Jahres-Ereignissen bzw. 50-Jahres-Ereignissen in Relation zur globalen Erwärmung dargestellt wird. Ganz links, jeweils in der Spalte, sehen Sie den Naturzustand, wie er vor Beginn der industriellen Revolution oder zumindest vor Beginn einer Zeit, wo sie wirklich klimawirksam wurde, aufgezeichnet ist. Hier haben Sie eben tatsächlich ein Ereignis in 10 Jahren, eine Einfärbung von 10 Bällen,
Heute haben wir uns ja bereits 1,1 Grad Erwärmung geleistet und entsprechend häufiger sind Extremereignisse und man kann bestimmte Ereignisse, zum Beispiel jetzt hier ein Hitzeereignis, dann eben dreimal häufiger finden und entsprechend häufiger wird es mit globaler Erwärmung. Wenn Sie da eine 4 Grad wärmere Welt ansehen, dann ist sozusagen das ganze Ensemble eingefärbt, sind Sie fast bei 100% Wahrscheinlichkeit, dass so etwas dann jedes Jahr auftritt. Beim 50-Jahres-Event sieht es ähnlich aus. Das ist noch etwas seltener, bei 2 oder 1,5 Grad, bei 4 Grad dann aber auch nicht. Dann ist es absolut normal, ein solches 50-jähriges Ereignis zu bekommen. Eine andere Schadenskategorie ist diejenige des Meeresspiegelsanstiegs. Der Meeresspiegel reagiert vergleichsweise langsam im Vergleich zur globalen Mitteltemperatur, die ja ihrerseits schon ziemlich hinterher schleppt gegenüber der globalen Erwärmung. Man muss eben durch diese Impact-Kaskade durch, Erhöhung der Konzentration, Erhöhung der Temperatur, Erhöhung des Meeresspiegels und alles führt jeweils zu Verzögerungen. Davon profitieren wir dann heute noch, dass es nicht ganz so auf dem Niveau schon ist, wie es eigentlich sein müsste, gegeben dem, was wir schon hineingepustet haben, die Atmosphäre. Da sehen Sie auch wieder, dass der Meeresspiegel im Jahr 2100 natürlich umso höher sein wird, je höher die Emissionen waren. Es gibt dann noch eine Spekulation zu bestimmten Mechanismen, die noch nicht durchmodelliert sind, dass es auch deutlich höher noch ausfallen könnte. Wenn man jetzt gewissermaßen die höchste Emissionskurve kombiniert mit diesen etwas spekulativeren Aspekten, dann können Sie auch über 1,5 Meter Meeresspiegel geraten. Und da wird es dann eben zunehmend schwierig, sich anzupassen, selbst für Industriestaaten. Wenn man dann noch weiter in die Zukunft schaut, dann sieht man, dass sich der Meeresspiegelanstieg erst richtig über die Jahrhunderte entfalten würde. Das heißt, da sind dann statt 1,5 Meter Meeresspiegelanstieg auf dieser sagen wir mal, spekulativen oberen Seite, sind dann bis zu 15 Meter möglich. Das ist tatsächlich so, 300 Jahre kommt uns natürlich auf der einen Seite lang vor, beim Rahmen von kulturellen Entwicklungen ist es nicht so ein langer Horizont. Das heißt, da ist möglicherweise sehr viel in der Pipeline und insofern kann es interessant sein, sich auch für das Vorsorgeprinzip zu interessieren. Darauf werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Jetzt mal kurz zu dem Outlook, den wir im Juni veröffentlicht haben. Der ist Ihnen natürlich auch, steht Ihnen zum Download zur Verfügung. Wir haben also diese Frage gestellt, welche dieser Entwicklungen ist denn wahrscheinlich? Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie jetzt sich gewisse Dinge entwickeln. Aber wenn man alles zusammennimmt, wie wahrscheinlich ist eine bestimmte Entwicklung dann? Und das ist natürlich eine wichtige Frage für Anpassungsplanung. Wenn Sie für alles planen müssen, dann müssen Sie im Grunde eine sehr hohe Versicherungsprämie zahlen als Gesellschaft. Wenn Sie es präziser wissen, kann diese Prämie geringer ausfallen. Und wir haben gefunden, das ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig überraschend, aber wir haben zum ersten Mal, behaupten wir, eine Wirkungskette aufgemacht, die belastbar ist, dass man diese extremen Szenarien nicht als sehr plausibel ansehen muss. Sie sind grundsätzlich möglich, aber nicht sehr plausibel. Plausibel hat so eine Interpretation zwischen wahrscheinlich und etwas weicherem. Das muss dann im Nachgang auch noch näher geklärt werden, wie man das noch weiter formalisieren kann. Aber diese Extreme können wir einfach in der Plausibilität heruntersetzen. Zum oberen Szenario können wir sagen, das wurde als Extremszenario entwickelt, um quasi der Klimaforschung am oberen Rand etwas zu liefern. Diese Storyline, die dahinter liegt, die beinhaltet nicht, dass die Natur auf das Wirtschaftssystem zurückschlägt und dann natürlich das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen wird und damit auch künftige Emissionen verringern wird. Der Effekt wirkt sich gewissermaßen von selber ab bis zum gewissen Grade. Das ist eine Idee, die schon lange in der Literatur zu finden ist, von Levermann und Stern, for example, und anderen. Und wir haben also diesen Effekt in der Literatur abgerastert und auch mit eigenen Rechnungen unterlegt. Und wir halten danach das 8,5-Szenario für nicht sehr plausibel.
Am anderen Ende hat jetzt der Forschungsstandort Hamburg Gebrauch gemacht von einer besonderen Stärke. Es hat sehr, sehr viele Neuberufungen gegeben im Rahmen der Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit in den letzten Jahren an unserer Universität. Und diese Entwicklung hat sich auch im Exzellenzcluster niedergeschlagen. Wir glauben, dass wir ein Forschungsstandort sind, wo eben Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft demnächst gleichgewichtig und zunehmend gleichgewichtig zusammenarbeiten. Und da wurden dann 10 sogenannte Treiber identifiziert, die darüber entscheiden in der Gesellschaft, wie eigentlich die Emissionen sich entwickeln. Und wenn man sich jetzt diesen Trend in diesen Verhaltensmustern dieser 10 Treiber ansieht, dann kann man 3 Klassen eröffnen, und die 3 Klassen sind, welche Treiber laufen gewissermaßen in die falsche Richtung, wenn man eine vollständige Dekarbonisierung bis zur Mitte des Jahrhunderts, die in etwa mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel ist, hinbekommen möchte. Da wurde gefunden, dass also 2 dieser 10 in die falsche Richtung laufen. Weitere 6 gehen in die adäquate Richtung, aber viel zu langsam. Und 2 weitere Gruppen wurden identifiziert, die man noch nicht wirklich analysieren konnte. Aus meiner Sicht lagert hier das entscheidende Potenzial, denn die Zivilgesellschaft, die sich unter anderem durch Klimaprotest und soziale Bewegungen auszeichnet, ist ja diejenige, die überhaupt das Ganze antreibt, das System zum Klimaschutz. Ja, also wenn Sie mal drüber nachdenken, welche Akteurinnen und Akteure haben überhaupt ein Interesse in der Gesellschaft an Klimaschutz, ein langfristiges Interesse, da fallen einem nicht allzu viele ein. Alle sind irgendwie abhängig, Politikerinnen sind abhängig von der nächsten Wahl, Firmen sind wieder abhängig gewissermaßen von ihren Ergebnissen und der Druck der Shareholder ist da, jedenfalls bei bestimmten Rechtsformen der Firmen und so weiter. Also es ist sozusagen im Wesentlichen die Zivilgesellschaft, Teile von ihr, die hier Interesse zeigen. Und insofern ist es fundamental, hier ein tieferes Verständnis zu bekommen. Aber unter dieser Rücksicht wurde dann eben gesagt, dass wir hier eher nicht mit einer Erreichung des Ziels zu rechnen haben, zumindest nicht, wenn es so weitergeht. Ich habe Ihnen viel darüber erzählt, was die Folgen des Klimawandels sein könnten, Schwerpunkt Extremereignisse und Meeresspiegelanstieg. Und es gibt eine weitere Begründungstradition innerhalb der Klimaökonomie, entlang derer man sich die Frage stellt, soll man sich überhaupt engagieren für Klimaschutz und wenn ja, aus welchen Gründen? Und die wurde entlang des Vorsorgeprinzips entwickelt, oder man könnte auch sagen, entlang von möglichen Gefahren, die aber mechanistisch noch nicht darstellbar waren. Die waren sozusagen nur als grundsätzlicher Mechanismus in der Welt, aber man kann sie nicht mit einer Modellkette von der Emission bis zum Schaden in der Region darstellen. Und das ist ein Fall, wo man dann sagen kann, da könnte das Vorsorgeprinzip interessant sein. Und als in den 90er Jahren Angela Merkel die Frage stellte, was heißt denn jetzt gefährlicher Klimawandel, der zu vermeiden ist nach Rio? Dann war eben eine Idee, über die Temperatur zu gehen, weil das der globale Indikator ist, der am nächsten an den Klimawandel Folgen dran ist. Gewissermaßen in Analogie zur Körpertemperatur, die auch sehr stark an bestimmten medizinischen Effekten dran ist, wenngleich sie sich dafür selber eigentlich gar nicht interessieren. Und das 2-Grad-Ziel wurde jetzt damit begründet, dass man die Frage gestellt hat, was denn die Menschheit schon überstanden hat. Und dann hat man noch ein bisschen aufgerundet, um eine glatte Zahl zu bekommen für den politischen Diskurs. Also man hat sich orientiert an der natürlichen Schwankungsbreite des Klimasystems. Das ist eine aus meiner Sicht sehr häufig vorzufindende Denkfigur, wenn man eben die Klimawandelfolgen noch nicht so gut im Griff hat. Das war in den 90er Jahren der Fall. Inzwischen wissen wir ja viel, viel mehr. Und jetzt sind wir inzwischen so weit, dass wir eben am liebsten das 1,5-Grad-Ziel realisieren würden, wenn sich das Pariser Abkommen ansehen. Aber das 2-Grad-Ziel ist ja politisch schwierig genug. Auf der anderen Seite können Sie sagen, wenn Sie das laufen lassen würden, dann haben Sie ja mit Leichtigkeit 5 Grad Erwärmung, 4 bis 5 Grad am Ende des Jahrhunderts. Und das ist eine Größenordnung, die wir seit 2 Millionen Jahren nicht gesehen haben. Wiederum ein Grund zu sagen, das ist dann doch vielleicht eine Dimension, wegen derer man über Vorsorge nachdenken sollte. Es bedeutet also, dass das Vorsorgeprinzip in das 2-Grad-Ziel eingegangen ist.
Und umgekehrt ist es natürlich dann so, dass es kein scharfer Übergang ist in der Natur. Also wenn wir jetzt bei 2,1 Grad rauskommen, heißt es nicht, dass die Katastrophe zwangsläufig ausbricht, sondern es ist wirklich in Analogie zur Geschwindigkeitsbeschränkung auf Landstraßen zu sehen. Und da ist es dann auch sinnvoll, sich dran zu orientieren. Da liegen Daten dahinter, aber es heißt nicht, dass Sie dann zwingend mit 105 aus der Kurve fliegen, sondern es heißt eher, Sie sollten wieder abbremsen. Und so ist es zu verstehen, wird oft in der Presse falsch dargestellt. Gut, dann noch ein Aspekt, der für Ihre Zunft vielleicht von Bedeutung ist. Es wurde bestätigt, dass das sogenannte Kohlenstoffbudget als Vereinfacher in der Szenariendiskussion benutzt werden kann. Bis, sagen wir mal, zum Jahr 2009 mussten gewissermaßen immer über Emissionsszenarien gesprochen werden, um dann zu diskutieren, was in der Natur passiert. Ein gesamter zeitlicher Verlauf musste angeschaut werden. Inzwischen hat man gelernt, es kommt nur auf das Gesamtbudget, was Sie in die Atmosphäre als Menschheit entlassen haben, an. Dann können Sie prognostizieren, wie groß die Erwärmung sein wird. Und dann ist es noch fast ein linearer Zusammenhang. Andere Größen spielen auch eine Rolle. Sie sehen, der Zusammenhang zwischen kumulierter Emission und Temperatur liegt nicht perfekt auf einer Kurve. Es ist ein Näherungsverfahren, aber ein sehr, sehr gutes Näherungsverfahren. Sie können sich also einfach vorstellen, wenn Sie sich ein Klimaschutzziel geben von 1,5 Grad oder 2 Grad, dann können Sie dem ein bestimmtes Kohlenstoffbudget zuordnen. Das ist dann wie ein Kuchen, der noch gegessen werden kann. Und dann können Sie unter den Nationen aushandeln, wie dieser Kuchen aufgeteilt wird. Es findet eine enorme Vereinfachung der Diskussion statt, was dann auch dazu geführt hat, dass es zum ersten Mal Widerstände gegen das 2-Grad-Ziel gab, weil einfach klar wurde, was das bedeutet, wie klein der Kuchen dann noch ist. Und ein wichtiges Ergebnis des letzten Sachstandsberichts war, was das uns kostet, wenn wir tatsächlich das 2-Grad-Ziel umsetzen. Die gute Nachricht ist, fortgesetztes Wirtschaftswachstum wäre möglich unter einem 2-Grad-Ziel. Sie müssen dann das Energiesystem transformieren und das ist dann zunächst mal teurer, mit Erneuerbaren zu arbeiten als mit Kohle. Nachher rechnet sich das sogar, aber unter Abdiskontierung würde man eben, wäre das System ohne Klimapolitik nicht gewillt, eben von der Kohle wegzugehen. Und dieses Wirtschaftswachstum würde sich fortsetzen und die Wachstumsrate von ca. 2% pro Jahr würde abgesenkt um 0,06 Prozentpunkte. Das ist dann eine kleine Zahl gegenüber der Wachstumsrate und auch klein gegenüber der Unsicherheit des Wachstums, was wir erwarten, weil natürlich auch völlig andere Effekte auf Wachstum einwirken, außer Klimapolitik. Es ist also ein kleiner Effekt in dem Sinne. Also wenn man die optimal managt, die Energiewende, wenn alle kooperieren, ist natürlich ein sehr idealisiertes Szenario, aber es wäre möglich. Und wenn man das umrechnet, dann läuft es auf 1% Konsumverlust zunächst hinaus. Sie können sich selbst die Frage stellen, wäre die Bevölkerung bereit oder Sie persönlich bereit, auf 1% Ihres Nettoeinkommens zu verzichten für das 2-Grad-Ziel? Das 1,5-Grad-Ziel ist noch nicht so gut mit Zahlen unterlegt, aber in etwa ein Faktor 2 an Kosten können Sie vielleicht mitnehmen hier. Das ist die Frage, diese Zahl 1% ist eine Zahl, die man immer wieder bringen kann im Diskurs. Es scheint nur sehr langsam in der Öffentlichkeit anzukommen. Die Öffentlichkeit rechnet mit deutlich höheren Verlusten. Dann kann man sich die Frage stellen, braucht man all die Technologien, die Klimaschutztechnologien darstellen, unter anderem die Verpressung von Kohlendioxid im Untergrund oder die Kernenergie? Da fallen die ökonomischen Rechnungen sehr unterschiedlich aus. Die Kosten würden sich um 100-200% erhöhen ohne CCS, ohne die Kernenergie jedoch nur um 10%. 10% von einer Zahl, die ohnehin schon klein ist, ist doch noch kleiner. Können Sie dann sich überlegen, ob man sich das dann dieses zusätzliche Umweltziel auch noch leisten kann oder möchte? Es ist insofern nicht wahr, dass man die Kernenergie zwingend für das 2-Grad-Ziel braucht. Die Konsumverluste sinken natürlich, wenn Sie laxer werden in Ihren Klimazielen. Ja, wenn Sie auf 3 Grad gehen oder auf 4 Grad, dann ist praktisch kein Verlust mehr da. Ich habe kurz zusammengestellt, was so an Klimawandelschäden, je nachdem wie viel zusätzliche Erwärmung Sie haben, dann hinzukäme. Bei 1,5 Grad gibt es 3 Grad wärmere, heißeste Tage. Bei 2 Grad würden sich die Zahl der bedrohten Ppflanzenarten verdoppeln. Bei 3 Grad kann man dann schon nachgewiesen dramatische
wirtschaftliche Schäden diagnostizieren, was gar nicht leicht ist heutzutage, die wirtschaftlichen Schäden wirklich darzustellen. Da fehlt noch unendlich viel Impact-Wissen. Bei 4 Grad ist dann das grönländische Eisschild weg. Dann bedeutet das 7 Meter Meeresspiegelanstieg, allerdings nicht in Hamburg, durch einen besonderen geometrischen Effekt auf der Erde. Jetzt noch ganz kurz, ich weiß nicht, wie lange darf ich noch? Doch. Jetzt komme ich noch zu einem subjektiven Teil. Warum ist denn Klimapolitik so schwierig? Klaus Hasselmann hat ja bereits in den 70ern zum Klimawandel geforscht. Es war bekannt Ende der 70er Jahre, dass es einen menschenmachten Klimawandel geben sollte aufgrund der Modellierung. Der statistische Nachweis gelang dann eben in den 90er Jahren. Es war übrigens Klaus Hasselmann, der auch die Ergebnisse mit Hilfe seiner Hamburger Einrichtungen lieferte, pünktlich für die Conference of the Parties in Berlin 1995, die eine frisch gebackene Bundesumweltministerin Angela Merkel damals geleitet hat. Also die Hauptergebnisse kamen aus Hamburg. Und wir wissen, dass seitdem dem 2-Grad-Ziel entsprechende Emissionsminderungen kaum zu verzeichnen sind. Das ist hier nochmal dargestellt. Sind die Spannbreiten der kostengünstigsten Emissionspfade, die mit den jeweiligen Klimazielen kompatibel wären, dargestellt. Und dann sehen Sie, wo wir wären, ganz ohne Klimapolitik, ganz oben. Dann, was wir inzwischen heute erreicht haben, in Blau oder in Orange. Dazwischen changiert das. Es gibt ja Bekundungen von Mitgliedstaaten, je nachdem auch, was andere leisten werden. Das sind die Conditional NDCs und so weiter. Also 2 Grad würde deutlich stärkere Emissionsminderungen bedeuten. Aber wir haben auch schon ein bisschen was erreicht. Also der Übergang von Schwarz auf Blau ist ja schon signifikant. Aber von 1,5 Grad sind wir meilenweit entfernt. Also warum ist es so schwierig? Warum bewegt sich seit 40 Jahren eigentlich nichts? Und das ist natürlich gerade für Sie, die Sie jetzt dem Klimawandel ausgesetzt sein werden, bis zum Wissen gerade, vielleicht auch eine interessante Frage. Und das ist jetzt eine sehr subjektive Liste. Man kann einfach durch die verschiedenen Mechanismen, die am Werk sind, global hindurchgehen. Aus ökonomischer Sicht fällt einem sofort das Trittbrettfahrerproblem ein. Wer heute als Nationalstaat Klimaschutz betreibt oder auch als Firma nur, hat die Kosten, ja, anteilig sozusagen, man macht das, was eigentlich jeder machen müsste, aber andere machen nicht mit. Und so genießen alle die Vorzüge der eigenen Handlung, weil das CO2 sich sofort innerhalb eines halben Jahres verteilt global. Das heißt, derjenige, der Klimaschutz betreibt, spürt kaum was von den Vorteilen, weil sich der Vorteil sofort verteilt, diese Minderung. Auf der anderen Seite haben andere einen Anreiz, gar nicht sich zu beteiligen, weil es sozusagen gar keinen so großen Schaden bringen würde, aus so einer Beteiligung wieder rauszugehen. Dann lässt man es gleich sozusagen. Also Trittbrettfahrerproblem, ganz, ganz massives Thema. Und da hat die ökonomische Zunft aber ein Instrument entwickelt, um damit klarzukommen. Da traut sich nur noch keiner, das anzuwenden im Moment. Das ist die sogenannte Koalitionsbildung, dass diejenigen Staaten, die hier kooperieren wollen, wenn Sie mal ansehen, was sozusagen der Beitrag der EU wäre zur Emissionsminderung, ist das nicht überragend. Aber man kann sich eben ansehen, welche Staaten denn überhaupt Klimaschutzpolitik auflegen und sich dann die Frage stellen, kann man gewissermaßen ein Handelssystem für Zertifikate oder an etwas Analoges auf Steuerbasis sich vorstellen, sodass man sich verabredet und dann Grenzabgaben gegenüber denjenigen Staaten erhebt, die eben schmutzig produziert haben und dadurch Wettbewerbsvorteile genossen haben. Diese Border Tax Adjustments sind tatsächlich im Dokument Fit for 55 der Europäischen Kommission enthalten. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, wenn der wirklich angesetzt würde, wäre immer latent das Problem eines Handelskrieges zu bedenken. Aber es ist sozusagen sehr, sehr hochrangig jetzt schon mal in die politische Arena gesetzt worden. Und insofern ist es nicht nur graue Theorie, jahrzehntelange ökonomische Forschung liegt dahinter und es ist noch genug zu tun, wirklich jetzt die Kapitalstücke reinzubringen in Modelle und langfristige Effekte auszurechnen. Und das ist eine ganz lange Liste, wo Sie durchgehen können. Ich überlasse Ihnen das einfach mal im Nachgang. Es ist ja die Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Ich denke, es sind so rund 10 Aspekte.
Ein Aspekt ist natürlich, dass die Treiberin von Vermeidungspolitik, die Zivilgesellschaft, auch informiert sein muss, was die Argumente sind. Und das ist eine ganz wichtige Rolle aus meiner Sicht von Wissenschaft, gewissermaßen hier ein Gleichgewicht der Kräfte herzustellen, was wir derzeit nicht haben. Wir wissen, dass wichtige Akteure auf der Emissionsseite sehr gut über den Klimawandel seit den 50er Jahren Bescheid wissen, aber die Gesellschaft zum Teil eben nicht. Und diese Asymmetrie aufzuheben, ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft. Und insofern bin ich auch immer sehr erfreut, zu Ihnen zu sprechen. Sie werden auch in dieser Rolle vielleicht dann eine große Bedeutung einnehmen in Zukunft. Ich möchte zusammenfassen, also diese ganze Liste kann man durchgehen. Die gute Nachricht ist, die schlechte ist natürlich, die Liste ist lang, kann man sagen, da wird das nie was, ja, wenn das alles gleichzeitig gelöst werden muss, all diese hemmenden Mechanismen gelöst werden müssen, wie soll das jemals etwas werden? Auf der anderen Seite kann man sie verstehen wissenschaftlich und man kann Instrumente entwickeln, um sie zu bearbeiten, denn wenn die Weltgemeinschaft tatsächlich so etwas will wie Klimaschutz und ob sie das will, ist noch nicht so ganz klar, es ist formal unterschrieben in Paris, aber das ist eben ein diplomatischer Akt und das heißt noch nicht, dass sozusagen in der Breite das wirklich getragen wird. Aber wenn es so wäre, so ist es dann aus volkswirtschaftlicher Sicht immer möglich, Instrumente zu finden, um Friktionen aufzulösen. Und das ist sozusagen die gute Nachricht. Das kann man so oder so sehen, diese Nachricht. Der menschengemachte Klimawandel ist mittlerweile unbeschreitbar nach diesem Sachstandsbericht, einfach weil das Signal so weit jetzt aus dem Rauschen rausgetreten ist. In Europa sind wir in der komfortablen Lage, ohnehin ein sehr schwankendes Wetter gewöhnt zu sein. Insofern haben wir den Klimawandel sehr, sehr spät erst bemerkt. Auf anderen Kontinenten sieht es sehr anders aus. Und Sie können sich merken, dass diese kumulierten Emissionen, das Budget, ein sehr, sehr guter Prädiktor für die globale Mitteltemperatur ist. Sie müssen nicht genau den zeitlichen Verlauf der Emissionstrajektorie mit kommunizieren. Diese Restungenauigkeit, die sich daraus ergibt, ist in den meisten Kontexten nicht so relevant. Da sind dann ökonomische Zahlen viel unsicherer. Und die Extremereignisse nehmen tatsächlich zu. Die Kategorien werden aufgeführt im statistischen Mittel, natürlich nicht in jeder Region. Es gibt auch Vorteile durch Klimawandel in manchen Regionen, aber insgesamt global sozusagen aggregiert ist das ein Thema, Zunahme der Extremereignisse. Und das 2-Grad-Ziel wäre mit zunächst 1% Konsumverlust erreichbar bei optimaler Kooperation. Und das ist dann die Frage, ob das zu viel ist für die Generation, die dann eben über Einkommen verfügt. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Held, für diesen sehr klaren Vortrag, der die Vielschichtigkeit des Themas aufgezeigt hat, aber in einer sehr angenehmen Nüchternheit doch auch die Dringlichkeit dieses Themas. Ich möchte Sie, sehr geehrte Damen und Herren, bitten, Ihre Fragen im Hinterkopf zu behalten, weil mit diesen klimawissenschaftlichen Informationen im Ohr möchte ich sehr gerne direkt zu Herrn Dr. Overkamp überleiten, der diese Erkenntnisse in einen rechtlichen Kontext einbetten wird. Herr Overkamp hat in Münster Jura studiert und ist nach seinem ersten Staatsexamen, wie Herr Landgrebe bereits gesagt hat, an die Bucerius Law School gekommen, hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Herrn Fehling zu energie- und verfassungsrechtlichen Fragen des Kohleausstiegs promoviert. Er hat jetzt im Sommer sein zweites Staatsexamen abgeschlossen und hat während seines Referendariats unter anderem eine Station am Bundesverfassungsgericht bei Bundesverfassungsrichterin Britz gemacht und im Rahmen dieser Station tatsächlich auch an dem Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts mitgearbeitet, der jetzt im April diesen Jahres veröffentlicht wurde. An das Bundesverfassungsgericht wird Herr Overkamp im März auch zurückkehren als wissenschaftlicher Mitarbeiter und in der Zwischenzeit arbeitet er im Umweltrecht bei einer Kanzlei hier in Hamburg und ist Lehrbeauftragter an der Law School, unter anderem zum Klimaschutzrecht. Er ist deswegen in ganz besonderem Maße geeignet, uns jetzt hier die rechtlichen Rahmenbedingungen einmal vorzustellen, die dem Klimawandel entgegensteuern sollen und du hast das Wort.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und für die freundlichen Worte. Herr Professor Held hat uns ein sehr eindrückliches Bild davon vermittelt, welcher globalen, welcher internationalen Herausforderung sich die Menschheit gegenüber sieht, wenn sie versuchen will, die Klimakatastrophe, könnte man vielleicht plakativ sagen, zu vermeiden. Wenn man als Jurist, als der ich jetzt hier vor Ihnen stehe, zu globalen, zu internationalen Herausforderungen befragt wird, dann kommt man manchmal ein wenig ins Schleudern. Der Hintergrund, und das ist den Studierenden, und da sehe ich einige von in diesem Saal hier auch klar, der Hintergrund liegt darin, dass der Großteil unserer Normen, unserer Gesetze, unseres juristischen Arbeitsmaterials gewissermaßen nationaler Natur ist. Sie studieren hier an der Bucerius Law School etwa deutsches Recht. Dieses deutsche Recht regelt nationalstaatlich, territorial begrenzt, spezifische Probleme und Sachverhalte eben auf einem begrenzten Rahmen, und es hat große Schwierigkeiten, das werden wir noch sehen, auf globale Herausforderungen zu reagieren. Gleichwohl, auch das wissen Sie hier alle im Raum, es gibt nicht nur nationales Recht, es gibt auch internationales Recht, globales Recht gewissermaßen, und es gibt auch internationales Klimaschutzrecht. Und der zentrale Rechtstext dieses internationalen Klimaschutzrechts, der wurde hier schon von Herrn Professor Held am Rande erwähnt. Das ist das Pariser Klimaübereinkommen, was 2015 geschlossen wurde. In diesem Übereinkommen verpflichten sich die Staaten der Erde, die globale Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau bestenfalls nicht über 1,5 Grad, aber jedenfalls nicht über 2 Grad, das ist dieses berühmte 2-Grad-Ziel, ansteigen zu lassen. Soweit, so gut. Jetzt ist man als Juristin, als Jurist gewohnt, nicht nur dieses Ziel vor Augen zu haben, sondern auch den Weg zu diesem Ziel im Rechtstext vorzufinden. Und wenn man mit dieser Erwartung in das Übereinkommen guckt, dann wird man enttäuscht zurückbleiben. Da findet sich eine Reihe an Verfahrensregelungen, aber da findet sich, plakativ gesprochen, nichts Konkretes. Da steht nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland bis zum Tage X verpflichtet ist, Emissionen der Menge Y einzusparen. Da steht nicht, dass die Staaten dieser Erde aus der Kohle auszusteigen haben oder die Verbrennungsmotoren zu verbieten haben oder irgendetwas in der Art. Das ist also so, als würden wir uns hier alle zu einem Picknick verabreden. Da haben wir ein Ziel. Wir verabreden aber alle nicht, wann es stattfindet, wo es stattfindet und wer etwas zu essen mitbringt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle zufällig mit den richtigen Snacks in der Hand zum gleichen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, ist ohne weitere Absprachen sehr gering. Dass dieses Pariser Klimaübereinkommen aber wenig konkrete Vorgaben enthält, das liegt letztlich an seiner Rechtsnatur. Es handelt sich um Völkerrecht, genauer um Völkervertragsrecht. Und wer jetzt wegen der Wendung Vertragsrecht an BGBAT denkt, der liegt gar nicht so falsch. Ganz wie beim Gebrauchtwagenkauf, wo sich zwei Parteien einig werden, einen Gebrauchtwagen eben zu transferieren, müssen sich auch im Völkervertragsrecht Akteure einig werden. Bloß, es sind hier nicht nur zwei Akteure, wenn es um Klimaschutzabkommen geht, sondern 200 Akteure, nämlich die Staaten dieser Erde als Vertragsparteien. Und die blicken natürlich mit völlig unterschiedlichen politischen, ökologischen, ökonomischen, sozialen Voraussetzungen auf die Herausforderung Klimaschutz. Und vor diesem Hintergrund ist es nicht zu Unrecht schon als Triumph der Diplomatie bezeichnet worden in der Rechtswissenschaft, dass man in Paris überhaupt einen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Aber es ist natürlich auch so und der Natur der Sache geschuldet, dass dieser gemeinsame Nenner sehr, sehr klein ist und wenig Konkretes enthält. Wenn wir jetzt etwas Konkreteres suchen, was uns Juristinnen und Juristen vielleicht besser liegt, dann müssen wir in unserem juristischen Mehrebenensystem, wir sind ganz oben auf der Treppe im Völkerrecht, im internationalen Bereich, eine Ebene, eine Stufe herabsteigen und dann landen wir in Europa, genauer im Recht der Europäischen Union. Diese Europäische Union ist ja letztlich im Ausgangspunkt auch eine völkerrechtliche Konstruktion, aber hier haben die Mitgliedstaaten eigene Souveränitäten abgegeben und sie an diese Institution der EU gegeben, damit die EU in der Lage ist, selbstständig und ohne dass wir jedes Mal in einen derartigen Aushandlungsprozess treten müssen, konkretere Rechtsnormen zu setzen.
Und genau das hat die Europäische Union, auch das ist gerade schon angeklungen, auch getan. Es gibt eine Menge an europäischem Klimaschutzrecht, ganz zuvorderst, das erschien gerade auf der Folie, den ETS, den europäischen Emissionszertifikatehandel. Und es gibt jetzt jedenfalls die Pläne, inklusive eben eines CO2-Grenzausgleichs, die Pläne zu einer deutlichen Verschärfung im Fit for 55-Package. So ganz sind wir diese Schwierigkeiten der uneinheitlichen Staatenpraxis gewissermaßen aber nicht los, die wir gerade auf völkerrechtlicher Ebene schon mal kurz adressiert haben. Sie sind abgeschwächt, was auch schon in der Sache daran liegt, dass die Staaten in Europa natürlich, um im Bild von gerade zu bleiben, einen größeren gemeinsamen Nenner haben als die globalen Staaten dieser Erde. Aber natürlich haben sie auch unterschiedliche Interessen. Manche Staaten nutzen sehr, sehr viel mehr Kohle als andere. Die bremsen typischerweise in der Strompolitik. Die Bundesrepublik lässt aus naheliegenden Gründen in der Verkehrspolitik ungern über schärfere Ziele mit sich reden. Und so kommen diese Probleme wieder. Und sie sind auch durch dieses institutionelle Gefüge der Europäischen Union nicht komplett aufgehoben. Denn die Vertreterinnen und Vertreter in diesen Institutionen, das sind ja Leute, die aus den Nationalstaaten dahin entsendet werden und je nach Institution auch nationalstaatliche Interessen vertreten. Bei sehr großen Gesetzesvorhaben gibt es daher faktisch ein Vetorecht einzelner Staaten, das überwunden werden muss. Das heißt, auch hier brauchen wir die Möglichkeit und den Willen zum Kompromiss. Wenn uns das also immer noch stört, dann gehen wir jetzt noch eine Ebene herab. Im Mehrebenensystem die nächste Stufe und auf die Stufe, wo auch die Studierenden aus den ganz frühen Semestern oder hier sind es ja Trimester etwas mit anfangen können oder unmittelbar mithalten können. Und das ist das nationale Recht, das Recht der Bundesrepublik Deutschland in diesem Fall. Auch da gibt es Klimaschutzrecht. Seit dem Wahlkampf kennen wir alle das Kohleausstiegsgesetz, spätestens seitdem. Es heißt eigentlich in schönsten Juristendeutsch Kohleverstromungsbeendigungsgesetz. Gibt es das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Das ist so eine Art nationaler Emissionszertifikatehandel, der aber in anderen Sektoren wirkt als der europäische Emissionszertifikatehandel. Entschuldigung. Es gibt das Erneuerbare Energiengesetz schon lange. Das merkt jede und jeder von Ihnen auf der Stromrechnung. Also es gibt eine Reihe an Regelungen. Bloß, wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern über diese Regelung spricht, dann muss man sich oft etwas an Kritik anhören, was gewissermaßen die individualisierte Seite dieses gerade benannten Trittbrettfahrerproblems ist. Dann heißt es, warum sollen wir uns denn als Nationalstaat, der nur 2% ungefähr der Emissionen, der globalen Emissionen zu verantworten hat, so eine teure Energiewendepolitik leisten? Warum sollen wir denn tätig werden, wenn in China, in den Vereinigten Staaten oder sonst wo kein effektiver Klimaschutz betrieben wird? Es bringt doch alles nichts. Auf diesen Einwand kann man aus verschiedensten Perspektiven antworten. Man kann politisch argumentieren, man kann mit historischer Ausschlussverantwortung argumentieren. Aber ich will mich hier auf die juristische Dimension beschränken. Denn genau diese Frage hatte das Bundesverfassungsgericht in diesem mittlerweile recht prominent gewordenen Klimaschutzbeschluss vom Anfang des Jahres auch zu beantworten. Gegenstand war eine Verfassungsbeschwerde, also ein Verfahren, was sich gegen das deutsche Klimaschutzgesetz richtete. Das ist ein Gesetz, in dem Emissionsminderungsziele der Bundesrepublik festgelegt waren und die Beschwerdeführenden, die trugen vor, das ist nicht genug. Das ist einfach nicht genug Klimaschutz. Ihr müsst mehr tun. Wenn sich das Verfassungsgericht jetzt einer solchen Rechtsfrage gegenüber sieht, dann prüft es diese, das ist ja sein einziger Prüfungsmaßstab, nur anhand des Grundgesetzes. Und wenn wir im Grundgesetz nach Klimaschutzverpflichtung gucken, dann werden wir dieses Wort Klima oder Klimaschutz dort nicht finden. Was wir finden, ist der Artikel 20a Grundgesetz, die sogenannte Staatszielbestimmung Umweltschutz. Das kleine a verdeutlicht, dass es erst im Nachgang eingefügt wurde. Die Mutter und Väter der Verfassung, die hatten noch kein so hatten die Notwendigkeit von Umweltschutz seinerzeit noch nicht so auf dem Schirm, wie wir das heute haben. Und in diesem Artikel 20a, da heißt es, dass der Staat die natürlichen Lebensgrundlagen durch die Gesetzgebung schützt. Und da ist es auch ausnahmsweise für die Juristinnen und Juristen mal komplett unbestritten, dass zu diesen natürlichen Lebensgrundlagen das Klima zählt. Bloß, ich habe mich gerade beim Völkerrecht über die mangelnde Konkretheit beschwert, auch das ist natürlich unkonkret.
Jetzt ist es also Aufgabe dieses Verfassungsgerichts, diese Norm im Hinblick auf den Klimaschutz mit Leben zu füllen. Und das macht es, indem es genau das adressiert, was Thema dieser Veranstaltung ist, wenn wir sie das globale Klima nennen. Es sagt, Klimaschutz ist vor allem erstmal international. Das unterscheidet ihn von den anderen Schutzgütern des Artikel 20a, wie beispielsweise Tierschutz, der jeweils auf einem lokalen Territorium stattfinden kann, oder Naturschutz, der klassischem Umweltschutz. Aber Klimaschutz funktioniert zwangsläufig nur international. Heißt das jetzt, dass wir den Kopf in den Sand stecken können, weil Deutschland natürlich keinen internationalen Steuerungsanspruch haben kann, weil deutsche Normen nicht international wirken? Nein, das heißt sogar das Gegenteil. Das heißt nämlich, dass die Bundesrepublik durch ihr Grundgesetz, durch ihre Verfassung dazu verpflichtet ist, die internationale Perspektive des Klimaschutzes dergestalt zu berücksichtigen, dass sie internationalem Klimaschutz Vorschub leistet. Und das tut sie erstens, indem sie auf internationale Klimaabkommen hinwirkt. Das hat man getan, es gibt das Paris-Abkommen. Und zweitens, und das ist jetzt entscheidend, indem es darauf hinwirkt, dass diese Abkommen auch wirksam werden, auch umgesetzt werden. Im Ergebnis heißt das, dass die Bundesrepublik und dazu angehalten ist, das wechselseitige Vertrauen der Vertragsparteien in die Umsetzung dieses Pariser Übereinkommens zu stärken, indem sie dieses Übereinkommen proaktiv umsetzt, indem sie gerade nicht diesem Trittbrettfahrersyndrom unterliegt, sondern indem es proaktiv dieses Abkommen befolgt, einfach nur um auch ein Zeichen zu setzen, um eine Vorbildfunktion gewissermaßen einzunehmen. Das ist eine Verfassungspflicht. Und so lesen sich nun also die Ziele des Pariser Klimaübereinkommens in diese Verfassungsbestimmung des Artikel 20a rein und können berücksichtigt werden. Jetzt habe ich selber vorher gesagt, diese Ziele sind sehr unkonkret. Das Bundesverfassungsgericht füllt sie dann mit Leben, indem sie auf diese Budgetlösung, die Herr Professor Held gerade angesprochen hatte, eingeht und sagt, es gibt eine Budgetrechnung vom Weltklimarat und da gibt es ein globales Emissionsbudget, was wir noch haben, wenn wir unsere Pariser Klimaziele, unser 2-Grad-Ziel erreichen wollen. Und das kann man jetzt, das hat das Umweltbundesamt getan, einfach durch eine Pro-Kopf-Rechnung auf die Bundesrepublik runterrechnen. Kann man darüber streiten, ob pro Kopf jetzt der richtige Weg ist. Aber man hätte natürlich auch irgendwie mit historischen Emissionen oder so argumentieren können. Aber das ist nun mal der Weg, der gewählt wurde. Und gemessen daran stellt man nun fest, hat dieses Klimaschutzgesetz erhebliche Schwächen. Es schützt in Teilen einfach nicht genug. Es ist in Teilen einfach zu unambitioniert. Wie das dann herargumentiert wird, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, was ich jetzt hier gar nicht aufmachen möchte, weil auch das mit erheblichen dogmatischen Kniffen verbunden ist. Aber so kommt das Bundesverfassungsgericht eben zu diesem Beschluss, der in den Medien stark rezipiert wurde, dass das Klimaschutzgesetz nicht ausreichend ist, indem es eben die Pariser Klimaziele über die Verfassung heranzieht. Das heißt natürlich nicht, dass nationalstaatliche Lösungen besser sind als globale Lösungen, aber es gibt zumindest vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass auf einer nationalen Ebene durchaus etwas erreicht werden kann, indem diese internationale Ebene Berücksichtigung findet. Und natürlich ist das erstmal nur eine deutsche Lösung, aber sie steht ja nicht im gesamten Diskurs komplett alleine. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in dieser Entscheidung auch von ausländischen Urteilen und Beschlüssen hoher Gerichte leiten lassen. Gerade in den Niederlanden gab es da einiges an Rechtsprechung. Und es ist natürlich auch unter internationaler Beobachtung. Das heißt, es steht zu hoffen, dass vielleicht diesem globalen Klimaschutzproblem ein Stück weit durch die Juristerei auf nationaler Ebene begegnet werden kann, indem auch andere Gerichte sich vergleichbare Argumentationsmuster im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung zu eigen machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Phil, für diesen sehr anschaulichen, sehr klaren Vortrag einer doch eher komplexen Regelungsstruktur des internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzrechts. Ich finde, dieser Vortrag hat aber nicht nur diese Komplexität der Regelungsstrukturen verdeutlicht, sondern eben auch, dass der Diskurs rund um den Klimawandel nicht allein auf naturwissenschaftlicher oder politischer Ebene stattfinden soll und muss, sondern eben auch auf rechtlicher Ebene, weil diese Ebene, gerade wenn es um die Umsetzung nationaler, internationaler Klimaschutzziele geht, sehr relevant ist.
Wir kommen nun zu dem Diskussionsteil dieser Veranstaltung. Ich möchte den Teil gerne so strukturieren, dass wir als erstes jetzt auf Ihre Verständnisfragen eingehen, die ich Sie bisher ja gebeten habe, im Hinterkopf zu behalten. Danach werden die beiden Experten ein, zwei Fragen unter sich austauschen, bevor wir dann nochmal ins große Plenum öffnen und Sie auch die Chance haben, inhaltliche Fragen zu stellen. Deswegen nun einmal vorab, bestehen Verständnisfragen? Umso besser, wenn... Ach, sehr gut, Herr Langgräbe, ich gebe ihm mal... Darf ich ihm jetzt mein Mikro geben? Na gut, dann... Gut. Mir fiel eine vielleicht naive Frage bei den Indikatoren ein. Ist der Anstieg des Meeresspiegels, der, ich habe das Gefühl, wieder ein bisschen in, nicht mehr ganz im Vordergrund stand in den letzten Zeiten wegen der Extremwetterereignisse. Könnte man den auch heranziehen, weil das ist ja auch Millimeter können eine Rolle spielen, oder ist der so nachlaufend, dass er nicht so wie Sie es erläutert haben, so aussagekräftig ist? Die Frage kam mir. Ja, vielen Dank. Das ist also rein akademisch möglich. Man könnte ihn analog zur globalen Mitteltemperatur als Indikator nehmen und er ist inzwischen auch sehr gut rekonstruierbar, mithilfe von Satellitentechnik zum Beispiel. Es ist aber so, dass die meisten Schadenskategorien oder, wenn man es neutraler formuliert, Impact-Kategorien tatsächlich besser skalieren mit der globalen Mitteltemperatur. Das ist ein direkter linearer Zusammenhang. Während der Meeresspiegelanstieg wirklich sehr, sehr speziell ist, der schleppt sehr nicht linear hinterher, sodass er dann eigentlich zu einer Untertreibung führen würde bei den meisten, also es wäre bei den meisten anderen Schadenskategorien, ja, in der Kommunikation sehr, sehr schwierig. Die globale Mitteltemperatur skaliert bei vielem linear. Da steckt ganz einfach dann auch ein Taylor-Theorem dahinter, wo man das Glück hat, dass man sich direkt an die Temperatur dranhängen kann und es skaliert über einen weiten Bereich einfach mit demselben Faktor in der Region dann. Zum Beispiel das regionale Klima, die regionalen Abweichungen kann man sehr gut damit skalieren. Bei Extremen wird es schwieriger, aber man interessiert sich ja zum Teil auch für das Regionalklima mit Mittelwert. Zunächst mal und dann ist einfach die globale Mitteltemperatur das Mittel der Wahl. Da hinten ist noch eine Verständnisfrage, wenn das Mikro einmal dahin wandern könnte. Ja, genau. Danke erstmal für den Vortrag. Ich hatte eine Frage nochmal zu dieser Zahl. Es wurde ja diese 1%-Zahl genannt hinsichtlich der Kosten, die da auf uns zukommen werden. Mich hat interessiert, wie belastbar ist dieses Ergebnis und vor allem, wie anerkannt ist diese Zahl? Also nach meinem Verständnis ist sie sehr belastbar. Man hat diese Zahl eigentlich schon in der Literatur seit circa 20 Jahren. Und es ist dann so gewesen, dass circa 1000 Szenarien kategorisiert wurden nach dem Grad der Erwärmung und circa 200 bis 300 dieser Szenarien sind dann so gewesen, dass sie in etwa mit dem 2-Grad-Ziel kompatibel waren. Und dieses 1% bezieht sich auf den Median. Wenn Sie in den Bericht reinschauen, da gibt es schon einige Modelle, die eine deutlich höhere Kostenabschätzung liefern, die ich persönlich nicht für realistisch halte. Das sind dann Modelle, die dann kaum technischen Fortschritt erlauben. Und wir sehen aber technischen Fortschritt. Wir sehen, dass Zukunftstechnologien günstiger werden, je mehr man davon herstellt. Also wenn sozusagen auch vernünftige Marktbedingungen herrschen. Wenn natürlich der Markt verzerrt ist und dass Firmen keinen Anreiz mehr haben, in Forschung zu investieren oder überhaupt dazu zu lernen, sondern nur noch in die Massenproduktion gehen, ohne gewissermaßen die Prozesse zu verbessern, dann lernt man eben nicht und dann bleibt es teuer. Aber gerade bei der Photovoltaik haben wir ja einen über Größenordnung sich verringernden Preis bisher gesehen, in schwächerer Form auch bei der Windenergie. Und eben bei ausgereizten Technologien dann nicht mehr wieder Kohleenergie. Ja. Das ist tatsächlich, da sind kaum Lernkurven zu sehen. Also insofern ist das für frische Technologien ein sehr, sehr interessantes Konzept. Und ich würde eigentlich Modellen, die das nicht darstellen, auch keinen großen Glauben schenken. Ja, auch ich habe noch eine kleine Verständnisfrage an Herrn Professor Held.
Und zwar haben Sie ja gesagt, dass das Extremszenario eben nicht besonders wahrscheinlich, plausibel scheint, da es diesen Rückwirkungseffekt des dann sinkenden oder ausbleibenden Wirtschaftswachstums oder sogar Rückgangs gibt. Und das lässt sich ja sicherlich auch konkret übersetzen darin, was das für Menschen auch bedeutet, global, wenn eben das die Wirtschaftstätigkeit zurückgeht, also zum Beispiel auch Auswirkungen auf Armut, Schere arm-reich, globale Verteilung von Vermögen und Reichtum. Und da würde mich interessieren, ob man auch diese sicherlich sehr schwierig zu messenden Faktoren in Modellierungen schon teilweise berücksichtigen kann und ob das auch in Ihrem Projekt eine Rolle spielt, zum Beispiel die Auswirkungen auf globale Armut, wo ja Fortschritte gemacht worden sind in den letzten Jahrzehnten, ganz erheblich zu modellieren und ob das eben auch negative Konsequenzen dafür haben könnte und in welcher Form? Ja, also das ist eine ganz zentrale Frage und wir müssen gestehen, dass wir Einkommensgruppen aufgelöste Projektionen erst jetzt beginnen als Community. Sie können das verfolgen, zum Teil, wenn Sie schauen, wie die Folgen der staatlichen Eingriffe hierzulande publiziert wurden, dann wird tatsächlich gewissermaßen die Einkommensverteilung in 5 Gruppen aufgeteilt, in Quintile, und dann wird geschaut, was sozusagen das Klimaschutzpaket vor und nach der Novellierung dann bewirken würde oder bewirkt hätte. Das wird so allmählich jetzt begonnen. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Klimawandel aus rein klimadynamischen Gründen die Tropen und die Subtropen besonders treffen wird. Und dort nun mal es so ist, dass tatsächlich das Pro-Kopf-Einkommen besonders niedrig ist. Da kommt dann beides zusammen, die mangelnde Anpassungsfähigkeit, weil man sich auch nicht versichern kann, keine schwer Kapitalstöcke wieder aufbauen kann, die zerstört sind. Das heißt, wenn wir gewissermaßen jetzt drüber reden, dass etwas bei den neuesten Extremereignissen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen jetzt sehr lange dauern wird, das würde in Entwicklungsländern dann nochmal deutlich länger dauern, bis die Kapitalstöcke wiederhergestellt sind. Und insofern ergibt sich schon, also dass in erster Linie die ärmsten Gruppen betroffen sein werden. Das ist auch eine Kategorie, die tatsächlich ausgewiesen wird. Die Zahl der zusätzlich in Armut fallenden durch Klimawandel, das ist in den letzten Sachstandsberichten erwähnt worden. Das sind dann immer Hunderte von Millionen pro so und so viel Zehntel Grad Celsius, kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber es allein von 1,5 auf 2 Grad waren es nach meiner Erinnerung 100 Millionen zusätzlich, die von Armut betroffen sind, bis 2050. Und dann entfaltet sich der Klimawandel ja erst richtig. Also insofern erwarte ich eine Aufweitung der Einkommensschere, aber wirklich gezeigt ist es noch nicht. Wenn man ja umgekehrt argumentieren kann, wo viele Assets stehen, kann auch rein absolut natürlich mehr zerstört werden. Das ist, dieser Effekt arbeitet dem entgegen. Aber ich würde es für plausibel halten, dass die Einkommensschere weiter aufgeht, in dem Sinne, dass das bisschen, was Menschen haben, wenn sie das dann auch noch einen erheblichen Bruchteil verlieren, natürlich in der ökonomischen Utility, sie in einen sehr, sehr negativen Bereich drängt. Und das ist der eigentliche Grund, warum Klimawandel ökonomisch dann zu Buche schlägt. Kann man sich die Frage stellen, soll man das so messen oder soll man einfach erstmal alle monetären Werte aufaggregieren weltweit und dann irgendwie zusammenrechnen, was geschädigt wird und nicht wer geschädigt wird? Dann hat man einen deutlich geringeren Effekt des Klimawandels. Das würde aber bedeuten, dass man sich dann aushilft global. Das ist aber nicht zu erwarten unbedingt, sondern dann sitzen dann doch die entsprechenden Staaten da mit ihren Folgen und müssen betteln. Und die Zuwendungen, die im Pariser Abkommen vereinbart wurden, die fließen eben auch nicht, so wie sie vereinbart waren. Ich glaube, wir hatten noch eine weitere Verständnisfrage da hinten. Die beiden klären wir noch und dann würde ich hier gerne zum Gespräch auf dem Podium vorschreiten. Okay. Genau, also ich glaube, ich habe eine ziemlich grundlegende Frage so. Und die Grundrechte sind ja vor allem so in Artikel 1 bis 19 geregelt. Und 20a gehört ja jetzt nicht wirklich dazu. Und hat das irgendwie negative Folgen und könnte man theoretisch ein neues Grundrecht und damit auch ein neues Rechtsgut schaffen? Oder reicht eigentlich 20a aus? Da
Dankeschön. Das ist eine sehr gute Frage. Die ist tatsächlich sehr grundlegend, aber die ist auch sehr wichtig. Als die Umweltschutzdiskussion anfing in der Juristerei, da kommen Dinge in der Regel immer etwas später an als in den richtigen Wissenschaften, da hat man diskutiert, wie macht man das? Subjektiviert man jetzt Grundrechte möglicherweise? Ja, also wir kennen das ja, dass man irgendwie flapsig gesprochen Grundrechte erfindet, weil man sagt, das deckt es jetzt nicht ab. Ja, Recht auf Persönlichkeitsschutz, Artikel 2, 1, Verbindung mit 1.1 zum Beispiel. Und man hat diese Diskussion geführt und dann entschloss sich der Verfassungsgeber Anfang der 90er Jahre eben diesen Artikel 20a zu schaffen und bewusst ihn nicht als Grundrecht auszugestalten. Das ist natürlich jetzt auch eine Entscheidung des Verfassungsgebers, die man respektieren muss. Man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, gut, dann machen wir es trotzdem anders, weil wollen wir nicht so. Aber es ist natürlich auch ein Problem. Es ist nicht so sehr ein Problem, wenn wir Normen überprüfen und schon auf dieser Ebene sind, in der wir einsteigen und in der wir sagen, wir gucken jetzt, verstößt diese Norm gegen das Grundgesetz, verstößt irgendwer hier gegen die Vorschriften der Verfassung. Aber es ist ein prozessuales Problem, denn wir als Bürgerinnen und Bürger können uns nicht auf den Umweltschutz berufen. Und die Umwelt hat erstmal keine Lobby. Das Klima hat keine Lobby, aber auch irgendwelche Tierarten haben keine Lobby. Im klassischen Umweltrecht löst man das teilweise über sogenannte Verbandsklagerechte, dass man sagt, in diesen Bereichen gibt es dann die Möglichkeit, dass Umweltverbände klagen, weil es niemanden gibt, der wirklich juristisch betroffen ist und in der Lage ist zu klagen. Ja, das Tier kann es nicht oder der Wald. Aber auf einer verfassungsrechtlichen Ebene haben wir das noch nicht. Und perspektivisch gesprochen wäre das natürlich denkbar. Es ist natürlich jetzt auch so, dass der Klimawandel so gravierende Auswirkungen hat, die auch unbestreitbar sind, dass mittlerweile schon viele Menschen sagen können, es ist nicht nur abstrakt irgendwie die Umwelt betroffen, sondern wir sind ganz konkret betroffen in unserem Recht auf Gesundheitsschutz, Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz oder in unserem Eigentumsrecht. Also mittlerweile wird das Problem so drängend, dass sich quasi dieses prozessuale Problem etwas löst, aber rein perspektivisch gesprochen ist das eine Diskussion oder wird das mit Sicherheit vieles voranbringen. Nicht nur auf deutscher Ebene, auch auf europäischer Ebene gibt es ganz vergleichbare Probleme. Ich glaube, wir haben noch eine Frage und eine da hinten, auf die würde ich am Schluss zurückkommen. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Sind bei den Prognosen der Klimaentwicklung auch der vermutbare Anstieg der Weltbevölkerung mit inbegriffen, der ja auch eine globale Belastung darstellt, ohnehin unabhängig von der Klimaerwärmung? Das ist das eine. Und das zweite ist, es wird ja bei dem Abschalten der fossilen Energieträger problematisch, ob die alternativen CO2-Energien wie Windenergie, Photovoltaik und so weiter ausreichen werden, um einen steigenden Energiebedarf, Stichwort Elektromobilität bei den Fahrzeugen, auszugleichen, sind diese Aspekte auch bei dem Konsumverzicht von 1% mit inbegriffen oder sind die praktisch ausgeklammert worden? Ja, vielen Dank. Es wird behauptet, dass das tatsächlich inbegriffen ist. Bis zu welchem Grade man dann Lebenszykluseffekte wirklich adäquat berücksichtigt hat, ist noch in der Beforschung. Aber der erste Eindruck ist dort, dass man das im Griff hat. Also man kann natürlich die Frage stellen, ob dadurch, dass Erneuerbare hergestellt werden, auch wiederum sehr viel Material benötigt wird und da auch wieder Friktionen auftreten. Aber das ist nach dem, was da angeschaut wurde, kein Problem. Sie haben nach den Populationsdynamiken gefragt, die sind enthalten in den Rechnungen. Man geht davon aus, dass die Weltbevölkerung durch den steigenden Lebensstandard sich eben stabilisieren wird. Irgendwo zwischen 9 und 12 Milliarden, da gibt es verschiedene Szenarien wiederum, aber grundsätzlich gehen wir von der Zunahme der Weltbevölkerung aus. Und der letzte Sachstandsbericht hat auch klar ausgewiesen, dass der Grund, warum wir quasi in einer Situation quasi ohne Klimapolitik steigende Emissionen haben, auf zwei Faktoren zurückgeführt werden kann. Das eine ist in der Tat die Zunahme der Weltbevölkerung, das andere die Zunahme des Pro-Kopf-Bruttosozialprodukts. Das nimmt beides zu. Dem wirkt entgegen, dass die Effizienz steigt. Damals schon angetrieben durch die Erlebnisse der 73er-Krise, der Ölkrise. Seitdem gibt es im Grunde in der OECD Bestrebungen, Effizienz zu steigern.
Das ist aber ein Faktor, der das andere nicht aufzuwiegen vermag. 2-1. Zufällig alle drei gleich stark. Und es geht jetzt also um Dekarbonisierung. Das wäre dann der vierte Faktor, der es dann tatsächlich runterbringen würde. Aber Sie haben insofern recht, also Populationsdynamik hat einen Einfluss, aber die ist schon längst berücksichtigt. In der Modellierung es ist auch berücksichtigt, dass natürlich die Bevölkerung Ersatz möchte. Es geht erstmal nicht um Suffizienzstrategien, sondern es geht um Alternativtechnologien. Man kann dann immer noch eine Suffizienzstrategie fahren als Gesellschaft, wenn man das möchte, aber es ist nicht notwendig. Ich bin jetzt kein Spezialist für die Modellierung des Transportsektors. Ich persönlich bin skeptisch, ob wir allein mit Elektromobilität durchkommen werden, wegen der Batteriefrage, wegen der Materialien, die wir dort benötigen werden. Ich selber habe eine Intuition, dass Wasserstoff eine sehr gute Lösung sein kann oder synthetisch hergestelltes Methan, eben aus Erneuerbaren gewonnen. Da gibt es viele Möglichkeiten mit gewissen Effizienzverlusten behaftet, aber eine Wasserstofftechnologie wäre eben näher an dem, was die Infrastruktur heute schon kann und könnte eben auch problemlos durch die heutigen Gasleitungen durchgeleitet werden. In früheren Zeiten wurde sowieso ständig Wasserstoff bis zum gewissen Grade durchgeleitet. Also wir haben diese Infrastruktur und insofern könnte man sich auch eine Transportflotte viel breiter auf Wasserstoff basierend vorstellen, als es heute geplant ist. Aber insofern sollte man da auch den Märkten vielleicht Mitspracherecht geben. Vielen Dank. Ich würde jetzt, wie angekündigt, hier gerne einmal einen Schnitt wagen und einmal Herrn Overkamp und Herrn Held hier auf dem Podium die Gelegenheit geben, sich kurz nach Betracht der Zeit auszutauschen, weil wir ja gemerkt haben, dass dieser Wissenstransfer zwischen der Klimawissenschaft, der Naturwissenschaft und der Rechtswissenschaft sehr zentral ist, um Regulierungen zu schaffen, die dem Klimawandel gerecht werden können. Wer möchte anfangen? Herr Held, Sie haben zuerst vorgetragen, zuletzt zugehört. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihren wirklich spannenden Vortrag. Ich habe oft gehört, Jura sei ein trockenes Fach. Also ich fand das sehr, sehr spannend, was ich heute gehört habe. Und vieles von dem war mir auch nicht bekannt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, Sie haben ja diese Kaskade vorgeführt, vom Pariser Abkommen bis hin zum nationalen Recht. Und ich habe das so verstanden, dass es da offensichtlich eine komplexe Dynamik gibt dazu, was es dann hier heißt, national, dieses Pariser Abkommen. Und dann stelle ich mir die Frage, das nationale Recht bedeutet eben, dass es auch in anderen Staaten anders aussieht. Und welche Dynamik entfaltet sich denn dort? Und war das Pariser Abkommen insofern ein faires Abkommen? Dass man zwar alle das Gleiche unterschrieben haben und ihre NDCs unterschrieben haben, aber vielleicht heißt das in anderen Staaten was völlig anderes. Da hatte ich so die Sorge. Und wenn ich noch eine zweite Frage hinterher, darf ich noch eine zweite Frage stellen? Oder? Ja. Okay. Los. Sie haben ja auch eingangs erwähnt, dass sehr viel, also der ganze Rechtsapparat sehr stark ist auf nationaler Ebene und auf völkerrechtlicher Ebene eben nicht so. Das sehen wir ja auch ständig. Wie sieht es aus mit Koalitionsbildung? Kann man dieses Modell, was man in der Ökonomie sieht, um gewissermaßen diese Heterogenität auf globaler Ebene mal in den Griff zu bekommen, dass diejenigen, die was zusammen machen wollen, das auch können? Gibt es da juristische Instrumente in Analogie zu dieser Koalitionsbildung, die wir in der Ökonomie haben? Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Komplimente, die ich nur zurückgeben kann. Das war ein wahnsinnig aufschlussreicher Vortrag, aus dem ich wiederum sehr viel gelernt und mitgenommen habe. Und dann auch für die beiden Fragen. Erstmal zu der Frage, ob das Paris Agreement ein faires Abkommen ist. Es ist ja nun so, dass dieses Abkommen den Nationalstaaten im allerersten Moment erstmal doch sehr viel Souveränität belässt. Die Staaten legen ihre Minderungsziele selbst fest. Sie verpflichten sich, bestmöglich zu mindern, aber wie gerade gesagt, sie sind nicht verpflichtet, aus diesem Abkommen selbst heraus nicht verpflichtet, irgendetwas anzupassen. Und es ist nun auch so, dass, ganz trocken gesagt, dass die Staaten natürlich in dem Moment, als sie unterschrieben haben, wussten, was sie da unterschreiben und auch wissen mussten, was macht das in unserem nationalen Recht. Nun ist es natürlich
wiederum so, dass dieses Wechselspiel, Sie haben das richtig bemerkt, außerordentlich komplex ist und wir in Deutschland bis Anfang dieses Jahres auch nicht wirkliches Belastbares dazu hatten. Wie verhält sich das eigentlich miteinander? Da gab es eine Reihe an Auffassungen, aber so richtig, wie man das jetzt fruchtbar macht im nationalen Recht, da waren wir uns auch nicht so richtig im Klaren drüber. Jetzt gibt es halt eben auch Entscheidungen, die es aber in einem absoluten Großteil der anderen Staaten nicht gibt und wahrscheinlich in dieser Form in keinem anderen Staat gibt. Was allein schon daran liegt, dass viele Staaten diese Form der Verfassungsgerichtsbarkeit überhaupt nicht kennen, wie wir sie haben. Insofern würde ich sagen, die Umsetzungsspielräume, der Ball liegt immer noch im Spielfeld der Nationalstaaten. Und ich glaube, es ist kein Staat da, der sich durch das Pariser Übereinkommen geknebelt fühlen müsste. Vielleicht sogar zu wenig. Es ist wahrscheinlich immer noch einfach gemessen an der Dringlichkeit des Problems zu wenig bindend, aber es ist eben so bindend wie Völkerrecht unter den politischen, diplomatischen Voraussetzungen, die hatten Sie ja auch schon zu Recht angesprochen, sein kann. Die zweite Frage bezog sich auf diese Koalitionsbildung. Auch hier wieder, das Wesen des Völkerrechts ist ja im Gegensatz zur Europäischen Union und zum nationalen Recht so, dass wir nicht irgendwie einen Hoheitsträger haben, der anderen Staaten etwas oder anderen, der den Akteuren gewissermaßen etwas oktroyieren kann. Aber es ist natürlich ohne weiteres möglich, dass sich nicht 200 Staaten zusammenschließen, sondern 2, 3, 4, 40, wie auch immer. Auch die Europäische Union als Player und dann in Verbindung mit anderen Staaten. Und ich glaube, letztlich, um da nochmal und dann schließt man eben völkerrechtliche Verträge, die nicht global funktionieren, sondern kontinental beispielsweise oder transatlantisch oder so. Und um da ihren Ansatz nochmal aufzugreifen, ich glaube, dass letztlich eine, sofern möglich, eine Kopplung der Emissionshandelssysteme und der CO2-Bepreisungssysteme, das wäre natürlich das Instrument. Und wenn ich mir unter halbwegs realistischen Prämissen etwas wünschen könnte, dann würde das in genau diese Richtung gehen, dass man eben in den industriestarken, in den emissionsintensiven Nationen die Handelssysteme koppelt. Ob es in die Richtung geht, ist natürlich dann wieder eine Frage auch des politischen Willens. Da haben Juristinnen und Juristen leider auch nicht die Durchsetzungsgewalt und Kraft. Ich beende meine Antwort und frage mal ganz konkret nach. Sie hatten ja zwei Beispiele genannt, bei denen gesagt wurde, okay, hier verändern sich die Kosten, die wir zu tragen haben, aber wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, das eine war die Kernenergie, das wird ja immer noch viel diskutiert, und das andere, ja, eigentlich viel heißere Thema, zumindest in Deutschland, war ja CCS. Und da gibt es ja... Ich möchte dich einmal ganz kurz unterbrechen, CCS zum allgemeinen Verständnis, vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern. Ja, da sitzt wahrscheinlich ein deutlich größerer Experte neben mir, aber es geht letztlich darum, dass man nicht, unterbrechen Sie mich gern sofort, sobald ich was Falsches sage, dass man nicht Emissionen einspart, sondern dass man Kohlenstoff aus der Atmosphäre oder beim Ausscheidungsprozess abspaltet und dann eben beispielsweise in den Boden presst, sodass er nicht zur Klimaerwärmung beitragen kann, Carbon Capture and Storage, CCS. Und das ist natürlich, um das kurz zu kontextualisieren, in der politischen Diskussion gern auch ein Argument gegen Emissionsminderung. Ja, also vielleicht nicht so ganz direkt, aber man sagt, ja, heute haben wir noch die Emissionen, aber in 10 Jahren, da haben wir eine super CCS-Technologie und dann brauchen wir das alles überhaupt nicht mehr. Und genau in die Richtung ging so ein bisschen meine Frage. Es ist also, um Sie da jetzt festzunageln, schon möglich, gewissermaßen das 2-Grad-Ziel zu erreichen, ohne das nur mit Emissionsminderung, und es ist auch nicht gänzlich unrealistisch. Also es ist möglich, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Es ist heute zumindest noch möglich, es ohne CCS zu erreichen. Noch haben wir den Handlungsspielraum. Wenn wir dann länger warten, dann werden wir so etwas wie negative Emissionen benötigen, gerade wegen des Budgeteffekts. Wenn wir überschießen, wenn wir zu viel reingeben in die Atmosphäre, müssen wir später was absaugen. Und absaugen heißt, wir brauchen Mechanismen, die es rausholen aus der Atmosphäre, und dann muss es irgendwo hingetan werden. Und das heißt dann unter die Erde. Was anderes haben wir im Moment nicht. Man kann mit Angela Merkel sagen, ich glaube nicht, dass es der weiße letzte Schluss sei, aber noch haben wir nichts anderes. Und deswegen sollte man aus ökonomischer Sicht lieber konservativ planen und nur mit so einer Technologie planen. Und insofern kann man sagen, ja, also man könnte ohne CCS arbeiten, es wäre möglich. Mit CCS ist es eben günstiger, weil man einen Teil der schwierigen Grades der Erneuerbaren nicht nutzen muss.
Und in Zukunft wird es eben so sein, dass man negative Emissionen in Anschlag bringen kann, indem man Bioenergie nutzt und dann eben nach dem Verbrennungsprozess unter die Erde presst. Und das führt dazu, dass man tatsächlich ein bisschen das Problem in der Gegenwart entschärft und etwas in die Zukunft schiebt. Aber man kann natürlich sich die Frage stellen, ob das fair ist. Aber grundsätzlich eröffnet CCS diese Option. Dadurch, dass es CCS gibt, gibt es negative Emissionen und deswegen können wir uns einen etwas sanfteren Übergang in der Gegenwart leisten. Aber es wäre nicht zwingend notwendig, noch nicht mal bei 1,5 Grad. Wenn Sie sich den Spezialbericht ansehen, des IPCC von 2018, der im Übrigen am selben Tag veröffentlicht wurde wie die Bekanntgabe des Nobelpreises für Klimaökonomie, in dem Fach Ökonomie, in demselben Tag an einen Kollegen, der über 20 Jahre lang oder zumindest 15 Jahre lang so etwas wie ein 3- bis 4-Grad-Ziel empfohlen hat, kann man sich das schon auf der Zunge zergehen lassen. Also so weit liegen letztlich Denkgebäude auseinander in der Klimawissenschaft, je nachdem aus welcher Denkschule sie kommen. Aber in der naturwissenschaftlichen Seite haben wir da nicht allzu viele Denkschulen. Die sind ziemlich konvergent. Aber Ökonomie ist noch ein frischeres Fach. Der Nachteil ist, man hat eben auch zum Teil sehr divergierende Ansichten zu Themen. Also selbst bei 1,5 Grad, bei perfekter Kooperation, würde man so gerade noch ohne negative Energien, Emissionen durchkommen. Vielen Dank. Eine zweite Frage muss ich dir jetzt angesichts der Zeit verwehren. Wir haben nämlich noch eine Frage hier im Publikum von vorhin, die ich jetzt gerne noch zum Zuge lassen kommen möchte und nicht abwürgen möchte. Ich glaube, das war da hinten. Kann einmal das Mikrofon dahin wandern? Ja, vielen Dank. Ich habe die Frage, Sie haben das sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt mit dem Kohlendioxid, dass man eben diese Analogie hat, nicht? Die Temperatursteigerung, je mehr CO2 quasi in die Atmosphäre gelangt. Wie ist das mit Wechselwirkung, wenn ich an Methan denke und die Erwärmung, ist das kritisch? Und wenn ja, kann man diese Wechselwirkung, die sich vielleicht verstärken, dann eben auch in diese ganzen Rechenmodelle mit einbeziehen oder ist das zu komplex? Und die andere Frage, die ich auch noch loswerden möchte, Sie haben ja gesagt, 5-15% Kostensteigerung zu erwarten, wenn die Atomenergie nicht genutzt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt haben wir 446 Kernkraftwerke weltweit, Größenordnung. Für kein einziges ist die Endlagerung, die also endgültige Verbringung der radioaktiven Stoffe geklärt, nicht mal im Ansatz, nicht mal in Deutschland. Die Kosten dazu fangen wir ja auch hier im eigenen Land gerade an, mal so ganz grob zu plakatieren, ganz physikalisch an den Wänden und dann eben auch so kostenseitig mal zu evaluieren, dass wir gucken, ey, was kostet das überhaupt? Wobei das Problem ja ist, wenn ich nicht weiß, wie ich es mache, kann ich es auch nur sehr schlecht bepreisen. Also die Frage, die ich ganz konkret habe, 5-15% ist schick, ist das nicht viel zu wenig? Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Wirkungsprinzip in diesen Rechnungen an, das ich eben nicht erläutert hatte. Diese Zahlen, die Sie gesehen haben, zu den Kosten des 2-Grad-Ziels und den Zusatzkosten durch die Nichtnutzung der Kernenergie, die beziehen sich auf eine Fantasiewelt, dass wir überhaupt nicht uns äußern zu den Klimaschäden. Einfach weil die Zahlen derartig weich sind auf ökonomischer Seite der Zeit, dass man permanent angreifbar ist. Wir haben sozusagen als Community uns in zwei Lager aufgespalten. Das eine Lager rechnet beides zusammen. Einerseits die Vermeidungskosten, also Umrüstung des Energiesystems, auf der anderen Seite die vermiedenen Klimawandelfolgen. Und die müssen dann monetarisiert werden, auch wenn sie vielleicht erst in 100 Jahren auftreten. Das führt auf sehr schwierige ethische und auch, ich sag mal, epistemische Fragen. Und deswegen kommen wir auch zu sehr unterschiedlichen Politikempfehlungen mit diesem ersten Ansatz. Nämlich, da liegen die Politikempfehlungen
zwischen 1,5 Grad und 5 Grad Erwärmung. Also man kann nahezu jedes Ergebnis erzielen. Deswegen hat sich eine zweite Denkschule gebildet, die sich überhaupt nicht äußert zur Bepreisung der Klimawandelfolgen, sondern rein sich dazu äußert, was es kosten würde, das Energiesystem umzurüsten, damit es dann einem bestimmten Klimaziel genügt. In Wirklichkeit sieht die Rechnung für Klimaschutz günstiger aus, weil sie zu diesen Klimaschutzkosten von 1% eigentlich die vermiedenen Schäden gegenrechnen müssen. Es ist also etwas günstiger. Und genau dieselbe Denkfigur wurde angewendet bei der Bepreisung der Kernenergie. Weil wir überhaupt nicht wissen, was die Entlarvung kostet, haben wir es weggelassen. Wir als Community, ich persönlich habe es nicht modelliert, sondern als Community. Es wurde weggelassen, es wurde rein gefragt, selbst wenn es überhaupt nichts kosten würde, Kernenergiemüll zu entsorgen, selbst dann würde uns die Nichtnutzung der Kernenergie als Klimaschutztechnologie lediglich 10% mehr kosten. Wenn man jetzt die Endlagerkosten noch hinzunimmt, ist es weniger als 10%, vielleicht sogar negative Kosten. Aber wir wissen es nicht heute, weil die Berechnung derartig komplex ist. Wir haben ja keinen Mechanismus dafür, wie wir es entlagern, weil wie sollen wir als Ökonomen das dann bepreisen? Das heißt, diese 10% sind eine Obergrenze. In Wirklichkeit ist die Rechnung gegen Kernenergie viel günstiger. Also wenn Sie sozusagen argumentieren wollen gegen Kernenergie. Es ist noch günstiger, weil Sie die ganzen Zusatzkosten, die Endlagerkosten, die Sicherheitsmaßnahmen gegen Entwendung von Brennstoff und so weiter, die vielleicht jetzt weiter hochgefahren werden müssen, das müssen Sie alles gegenrechnen. Und weil man die Zahlen nur schwer hat, hat man sie weggelassen und gesagt, diese 10% bilden eine Obergrenze. Ich glaube, da war noch eine zweite Frage mit dem Methan mit verbunden. Ach, mit Methan, Entschuldigung, ja. Das ist sehr aktiv in Beforschung, inwieweit Methanklatrate in Subpolargebieten und an Kontinentalhängen durch Klimawandel freigesetzt werden. Die fossilen Ressourcen, die wir da noch haben, die sind ein Vielfaches der konventionellen. Also wenn man das an wassergebundene Methan nimmt, was unter hohem Druck und kalten Temperaturen lagert, zum Beispiel in Sibirien, wenn das freigesetzt wird, führt es zum zusätzlichen Klimawandel. Und da gehen die Meinungen stark auseinander, wie viel das ausmacht. Da bin ich auch kein Experte. Es ist ein Selbstverstärkungsmechanismus, der da einsetzen kann. Manche bezeichnen das als ein Tipping Point. Ob es einer ist, das wissen wir noch nicht genau. Aber soweit ich mich erinnere, sind da etliche Zehntel Grad zusätzlich in petto. Da bin ich aber nicht der Experte. Da würde ich Sie an Professor Brofkin vom Max-Planck-Institut für Meteorologie verweisen, der da wirklich ein Experte ist. Und grundsätzlich besteht der Anspruch bei heutigen Erdsystemmodellen, die Rückkoppelschleifen zwischen dem Kohlenstoffkreislauf und dem Temperatureffekt drin modelliert zu haben. Der Anspruch besteht, ob er bei Methanklatraten schon ausreichend eingelöst ist, das ist dann die Frage. Also da ist man dann eher konservativ, wenn man an die Öffentlichkeit geht, um nicht quasi des Alarmismus beschuldigt zu werden. Insofern könnte es sein, dass es noch der Fall etwas ungünstiger aussieht. Ich hoffe, Ihre Fragen sind damit, soweit es eben ging, in Anbetracht der Zeit beantwortet. Ich muss jetzt leider diese Diskussion hier abbrechen, auch wenn es vermutlich noch sehr viel mehr hier zu besprechen gäbe. Was mir mit dem heutigen Abend oder mit dieser Veranstaltung heute Abend in Erinnerung bleibt, ist die Trittbrettfahrerproblematik, die Herr Professor Held in seinem Vortrag angesprochen hat, die Herr Dr. Overkamp in seinem Vortrag dann wieder aufgegriffen hat, die sowohl klimawissenschaftlich auch als auch rechtswissenschaftlich relevant ist. Herr Held hat aufgezeigt, dass diese Trittbrettfahrer-Problematik, dieses Trittbrettfahrer-Syndrom eigentlich gar nicht so viel Grund hat, weil es tatsächlich im Moment noch möglich ist, dieses 2-Grad-Ziel einzuhalten, und am Ende des Tages oder am Ende dieses Reduktionspfades tatsächlich nur 1% Konsumverlust hinzunehmen. Ich finde, das ist als Zivilgesellschaft tatsächlich hinnehmbar. Und Herr Overkamp hat auch aufgezeigt, dass dieses Trittbrettfahrersyndrom verfassungsrechtlich nicht mehr haltbar ist nach dem Bundesverfassungsgerichtsbeschluss, dass unsere Verfassung tatsächlich zum Klimaschutz verpflichtet, auch wenn Klimaschutz
schlussendlich nur auf internationaler Ebene mit gemeinsamen internationalen Bemühungen erfolgreich sein kann. Nächste Woche wird es natürlich auch um den Klimaschutz gehen. Da wird es aber wirft man einen anderen Blickwinkel auf den Klimaschutz, und zwar wird die Biodiversität im Mittelpunkt stehen. Auch die wurde bereits von Herrn Held angesprochen, beziehungsweise die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität wurden angesprochen. Frau Dr. Mehring vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main wird den naturwissenschaftlichen Impulsvortrag dazu halten. Herr Dr. Franke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Unabhängigen Institut für Umweltfragen aus Berlin, wird das juristische Kurzreferat halten, und Herr Professor Fehling wird moderieren. Ich hoffe, Ihre Neugier für diese Veranstaltung wurde heute geweckt, und mir bleibt jetzt als letzte Aufgabe nur noch an Frau Lender zu übergeben. Ja, liebe Anna Niefeler, lieber Philipp Overkamp, lieber Professor Hermann Held, vielen Dank für diesen sehr gelungenen Auftakt der Ringvorlesung. Ich denke, ich spreche nicht nur für mich, dass ich mit vielen neuen Informationen und wichtigen Denkanstößen nach Hause gehen werde. Der Bucerius Law School liegt Klimaschutz sehr am Herzen. Wir haben seit kurzem einen Unternehmenswald, und ich freue mich, Ihnen dreien als kleinen Dank für Ihre Teilnahme eine Baumpatenschaft zu überreichen von diesem Wald. Genau. Vielen Dank nochmal für diesen sehr informativen und schönen, erkenntnisreichen Abend. Ja. Ja. Anna Niefeler hatte schon gesagt, es geht nächste Woche weiter mit dem Thema Biodiversität. Ich hoffe, dass ich dort viele von Ihnen wiedersehen werde. Bringen Sie auch gerne noch Freunde, Freundinnen, Bekannte mit unter den 3G-Regeln. Passen doch auch noch mehr Personen ins Auditorium. Ansonsten freue ich mich jetzt nach anderthalb Jahren, alle wieder herzlich zu einem Getränk und einer Brezel im Foyer des Auditoriums einzuladen, um dort den Abend noch ausklingen zu lassen bei einem Gespräch. Und ich wünsche uns noch einen schönen Abend und vielen herzlichen Dank. Applaus